Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Anagramm-Show. Heute mit unseren Kandidaten Brammen, Christian und Sebastian. Guten Morgen. Und hallo. Natürlich euer Moderator Peter. Die Regeln haben sich zum letzten Mal nicht geändert. Es sind 15 Begriffe, die es zu zusammensetzen gilt. Eine Minute Zeit pro Begriff und die Kandidaten bekommen eine Kombination aus einem Wort und Buchstaben vorgegeben und müssen daraus ein neues Wort formen. Wenn alle drei Kandidaten es schaffen, daraus ein neues Wort zu formen, dann bekommt jeder einen Punkt. Wenn es zwei schaffen, bekommen die zwei einen Punkt. Und wenn es nur einer schafft, bekommt diese Person drei Punkte. Wer nach den 15 Runden die meisten Punkte hat, gewinnt die heutige Folge Anagramm-Show. Und der erste Begriff, beziehungsweise die erste Wort- und Buchstabenkombination, die ich euch vorgebe, ist Ehe und Genie. Oder eigentlich Genie. Anna. Und damit, da sollte ich euch nicht die Lösung schon direkt mitschreiben, das wäre richtig belastend. Damit habt ihr jetzt das auch bei euch in TS und eure Zeit läuft. Eine Minute. Sebastian, da würde ich nochmal nachschlagen. Das ist nicht das, was ich in TS geschickt habe. Ach, wow. Okay. Immer noch nicht? Sehr gut. Was ist das denn für ein Wort? Ja, das erste ist ein Wort, das zweite ist nur eine Kombination. Sind das immer deutsche Wörter? In dem Fall suchen wir ein deutsches Wort. Eigentlich suchen wir immer deutsche Worte. Ja, schon. Ihr habt noch 17 Sekunden Zeit. Es ist erheiternd zu sehen, was da so... Wow. Okay. Peter ist mal ein Döpfer gegeben. Das ist nicht mehr lustig. Und vorbei! Die Minute ist... Gerne. Durch. Bram ist nicht drauf gekommen. Er hat da immer noch stehen Ehe Gini oder Ginü. Aber der Christian und der Sebastian, die haben sogar das gesuchte Wort herausgefunden und es war Hygiene. Oh. Ja, witzig ist auch. Hygiene. Ja, das ist immer gemein. Im Nachhinein sieht man es dann. Dadurch bekommen Sebastian und Christian halt manchmal jeweils... ein bisschen zufällig, ob man da irgendwie die Buchstabenkombination gerade so aufgeschrieben das hat. Das ist das erste Mal, ich mitspiele. Mensch. Eigentlich bin ich immer auf Peters Position. Easy. Ich muss Peter reinfinden. Wieso habe ich das denn geschickt gekriegt? Das stimmt, ich habe das noch nie moderiert, jetzt wo du es sagst. Ja, guck mal, dein erstes Mal, Peter. Ja, hey, es ist absolut fein. Vielleicht warst du letztes Mal so Sven schlecht, Sven hat einfach mal entschieden, dass Bram mal mitspielen sollte und hat mir das geschickt. Vielleicht warst du so schlecht, dass er gesagt hat, Mensch, der Peter, das können wir keinem machen. Das kann natürlich sein. Kommen wir zu Begriff 2. Dort müsst ihr ein neues Wort bilden aus Ausgeburt plus den Buchstaben A und S. Fertig. Ich hab's in TS geschickt. Zur teure Minute läuft ab jetzt. Ich finde, das ist richtig, richtig gemein. Ausgeburtas, also, okay. Boah, was? Wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Ansätze wieder gearbeitet wird. Eine halbe Minute ist um. Scheiße. Zwölf Sekunden habt ihr noch. Und die Zeit ist vorbei. Es ist interessant zu sehen, wie ihr arbeitet, muss ich sagen. Also Scheiße. Manche schreiben die Buchstaben am Anfang hin und schreiben dann andere daneben. Bei manchen stehen nur die Buchstaben vom Anfang. Manche schreiben gar nichts hin und schreiben dann einfach nach einer halben Minute die richtige Antwort dahin. Finde ich auch nicht schlecht. Aber wir haben einmal den Sebastian, der da steht aus Geburtas. Das ist meiner Meinung nach
kein Wort. Bei Brammen steht Geburtstag. Ja, aber das ist nicht richtig. Ich war noch am Schreiben, da war die Zeit leider schon vorbei. Also ich hoffe, das stimmt, weil... Geht nicht, weil... Es ist nur ein Tee drin. Ja. Ich hoffe, ich... Also... Bram, was hättest du denn hingeschrieben, wenn die Zeit noch gereicht hätte? Ich war noch bei Geburt und dann wollte ich gerade gucken, ob ich daraus was machen kann. Und dann hast du gesagt, sofort vorbei. Und dann habe ich gedacht, Tag gesehen. Christian schreibt Staubsauger. Er möchte nicht zum Geburtstag haben. Staubsauger ist der richtige Begriff. Alter, Staubsauger geht auf. Und damit holt er sich hier mal eben die 3 Points für Hufflepuff. Nee, darf man das so machen? Dann macht zumindest die Basketballer. Was hast du gerade gemacht? Ja, da 3 Punktezeichen. Das ist Victory. Das ist quasi den kleinen Finger, den Ringfinger und den Mittelfinger hochhalten. Oh, so macht man 3 Punkte? Ja, das ist 3 Points. War das nicht mal bei einem der Tarantino-Filme, dass nur Deutsche... Ja, nee, da muss doch die 4. Nee, Peter, nur Engländer machen quasi Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. So hat der geordert. Und die Deutschen machen das mit dem Daumen, die 3. Ja, genau, das meinte ich, ja, genau. Das war bei Tarantino das Problem. Deswegen hat er seine Eier verloren, der Til Schweiger. Oder? Nee, Quatsch, das war Michael von aber Til Schweiger hat trotzdem seine Eier verloren. Ja, wow. Ich glaube auch. Weißt du, wenn du den falschen Finger hochgehoben hast, als der andere die Eier verloren hat. Schade. Kommen wir zur 3. Und Christian führt schon mit 5 Punkten. Starke Leistung hier am Anfang, aber da kann natürlich alles noch nachgezogen werden. Bei unserem dritten Begriff ist das Wort Noah und die Buchstaben D, N, W und nochmal W. Damit suchen wir einen neuen deutschen Begriff und eure Zeit läuft ab jetzt. Da muss ich mich jetzt hier auch zurückhalten, bei dem, was ich so erzähle. Ich bin immer geneigt, Dinge vorzulesen. Das wäre natürlich der absolut größte Fail von allem. Auf jeden Fall ein schwieriger Begriff, meiner Meinung nach. Ihr habt noch 25 Sekunden. Da muss immer ein Begriff bei rauskommen, ne? Ein Begriff. Ja, nicht 2 mit einem Leerzeichen dazwischen oder so ein Shit, sondern ein Begriff. Fuck. Ihr habt noch 10 Sekunden Zeit. 4, 3, 2, 1. Vorbei! Okay. Wir haben 2-mal den gleichen. Das ist ja mega geil. Nice. Da hat noch jemand die Wohnwand. Nee, die Wohnwand hat sonst niemand. Christian. Nein, die Wohnwand ist stark. So was gibt's doch gar nicht. Klar. Was ist denn eine Wohnwand? Ich dachte, das ist so eine Fernsehkonstruktion beispielsweise. Ja, so eine TV-Wand heißt Wohnwand. Echt? Ja. Das ist eine Wohnwand. Ja, Bram, jetzt ganz ruhig, nicht aufregen. Ich habe gedacht, ich gehöre zu dem anderen, der sich den Begriff mit ausgedacht hat. Ich glaube, Bram und ich haben was gezaubert. Ja, wir haben was gezaubert auf jeden Fall. Bram und Sebastian haben Wandhauen gezaubert. Was ist auch? Alter, wie krank ist das denn? Ich werde das sicherheitshalber mal googeln. Wandhauen? Ich google mal wo. Eine Stadt in Schottland. Wohnwand ist super strange, habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Ich habe das auch noch nie gehört. Aber ich habe halt auch keine, ne? Nee, es gibt Wandauen. Das wiederum ist eine Stadt in England. Aber die wird ohne H geschrieben. Ja. Wohnwände, schade, muss ich aber auch Bram insofern zugeben, wusste ich auch nicht auf Anhieb. Aber ja, da habe ich auch gegoogelt und das ist der Begriff für diese TV-Wände, wie wir schlauer. Ja, weil deswegen hatte ich ja auch gefragt, ob es ein Begriff ist, weil ich hatte halt erst Wohn, Leerzeichen, Wand da stehen und dachte mir so, hä? Okay. Nee, ist ein Begriff. Und Leerzeichen weg. Ja, Und 3 Punkte gesnackt. Easy Snack. Stark. Easy Snack für Christian, ja. Das war also mehr Glück als Verstand. Er war schon schlau. So wollen wir mal ehrlich sein. Kommen wir zu Begriff 4. Das Wort heißt tuntig und die Buchstaben sind Q und U, die ihr da noch dazu bekommt. Und eure Zeit läuft ab jetzt.
Da ist Sven auch wahrscheinlich echt nichts Besseres eingefallen als Tuntik. Das war einfach. Jetzt erhöht Sebastian hier den Druck auf Quatsch, die anderen. Christian sieht direkt mit. Und es sind noch 34 Sekunden. Und es sind noch 20. Zehn. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Vorbei! Keine Ahnung. Bram ist nicht drauf gekommen. Er hat da noch stehen Kukitnut. Während bei Christian und Sebastian korrekterweise Quittung steht. Ah. Die gute Quittung für die Steuer, bitte. Dadurch gibt es 2 Punkte für Christian und Sebastian. Christian, mach mal keine Punkte, bitte. Krieg ich 3. Ey, eben habe ich die schon zufällig gemacht. Also. Gibt noch eine ganze Menge Begriffe. Ja. Ja. Also ja, gibt auch noch mehr Punkte. Noch, ja. Lange nicht vorbei. Der nächste Begriff ist Knielagen plus EIZ. Knielagen plus EIZ und eure Minute läuft ab jetzt. Ich hoffe, ich habe alle Buchstaben. Und die halbe Minute ist vorbei. Zehn. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja, das passt nicht, oder? Vorbei! Doch, ich habe einen Buchstabenfehler drin gehabt. Ich habe einen Buchstabenfehler drin gehabt. Oh, nice. Das ist jetzt richtig belastend. Alter, es ärgert mich das. Ich muss mich mal kurz für den Cut kleiner machen, damit ich eure Felder nicht überdecke, sonst kriege ich wieder Ärger. Weil gerade habe ich mich so aufgeregt, dass ich eure Felder überdeckt habe. Also, einmal sagt Christian Kniangzeil, das ist nicht Zange, irgendwas mit Zange, aber ja. Mal gucken. Bram sagt Kiezeinlagen. die kriegt man in Hamburg, ne? Erstmal finde ich das ein ziemlich lustiges Wort. Und ich werde sicherheitshalber auch nochmal. Ach komm, nein, das gibt's. Nee, aber. Okay. Kiez, wenn du das googelst, ist bestimmt gut. Nee, wenn ich Kiez-Einlagen google, gibt es 2 Begriffe und einer davon ist Cum im Sinne von C-U-M für Küken, Fickt, BBW, Dads, Old Guy, Geile, Ende, Freund, Full. Was? Auf Vielfalt des Backens.de. What the fuck? Nee, aber die Kiez-Einlage gibt es leider nicht, Bram. Tja, das macht er nix. Ja, Christian, deins auch nicht. Und Sebastian. Nein. Sebastian schreibt Kleinanzeigen. Oh nein, ich weiß, was der Fehler ist. Was ist denn der Fehler, Sebastian? Da ist ein N zu viel. Das ist absolut korrekt. Ich hab's noch so hingerotzt. Kleinanzeige. Es ist nicht, genau. Die richtige Antwort wäre Kleinanzeige. Sebastian hat da noch ein N dazu gedichtet, was da aber gar nicht war in der Vorgabe. Und konnte deswegen nicht mehr kontrollieren, shit. Wie alte Leute und ihre Blase. Eine punktlose Runde. Alter, du bist zweimal drin. Was ist denn jetzt los? Nice Frage. Mein Fenster ist verschwunden. Als ich nach Kiezeinlagen geguckt habe, weil ich das auch sehen wollte. What the fuck?
Also jetzt bist du bei mir noch einmal drin. Ich gebe dir mal Test, weil es wieder funktioniert. Ich habe es wieder gefunden. Gesundheit, Christian. Magst du einmal so unterschreiben, Bram? Einfach ja, perfekt, funktioniert. Kommen wir zu unserem sechsten Begriff. Schach plus die Buchstaben LOR ist die Vorgabe. Schach plus LOR. Und eure Zeit läuft. Halbe Minute ist vorbei. Zwanzig Sekunden noch. Zehn Sekunden noch. Und vorbei. Also, das war Zucker, weil ich finde das so passend einfach nur, dass Bram seine ersten Punkte in dieser Kategorie holt und der erste war, der das Wort erkannt hat. Das richtige Wort ist Arschloch. Oh nein, es ist Arschloch. Wieso war ich die ganze Zeit bei Lachs, ey? Damit. Zwei Punkte für dich, Bram. Und aber ganz ehrlich, das war voll der Zufall. Ich habe Schach halt gelesen, habe ich A ist ja Asch. Aschroll, Arschloch. Ah, Arschloch. Ah, okay, dann war. Ich find's geil, wie du es dann immer noch ein paar Mal neu geschrieben hast. Einfach nur um 100% sicher zu sein. Ja, ich war mir da nicht so sicher. Das fand ich so gut. Ja, ist ach ja. Wer noch Christian kriegt Christian? Also. Christian hat es auch. Aber ich bin also sicher, ob wir. Also, ob so ein Begriff hier gesucht wird. Tatsächlich ist so ein Begriff gesucht worden. Ja, hallo, die wurden von Sven vorbereitet. Der hat ja kein Niveau. Also. Und Sebastian hat es leider nicht gefunden. Nee. Aber vielleicht hast du den Arsch auch nicht gefunden. Der nächste Begriff ergibt sich aus einer Kombination von Baumarkt und dem Buchstaben Z. Und eure Minute läuft ab jetzt. Halbe Minute ist vorbei. Vierzehn Sekunden noch. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und vorbei. Es ist so interessant zu sehen, wie das passiert immer bei euch. Bei Sebastian, der schreibt die halt am Anfang auf und dann passiert da nicht mehr so viel. Manchmal kommt noch dahinter was. Bei Bram ändern sich die Buchstaben die ganze Zeit. Und bei Christian ist das so, der schreibt das auf und nach ungefähr 30 bis 40 Sekunden schreibt er die richtige Lösung dahinter. Das ist jedes Mal so faszinierend zu sehen. Aber gehen wir mal durch. Sebastian schreibt, Zikatam Maub Zauber. Das ist nicht richtig. Marktbautz hat der Bram geschrieben. Was ich, by the way, wieder für einen geilen Begriff halte. Bautz. Er ist drauf gekommen, Peter, als du sagtest, Sven macht die Begriffe und er denkt nicht viel nach. Und ich wette, Sven hat auf seinem Schreibtischstuhl gesessen, hat sich in dem Raum umgeguckt und hat den Kratzbaum gesehen. Oh nein, Kratzbaum. Kratzbaum ist der korrekte Begriff. Baum, aber ich kam nicht auf Kratz. Oh.
Drei Punkte für Christian. Ich habe aber Sven nicht unterstellt, dass er nicht nachdenkt. Ich habe ihm nur wenig Niveau unterstellt. Das, okay, ja, also wieder darauf kommt, ist ja auch völlig egal. Hat ja auch Arschloch also, gesehen. Ja, auf dem Kratzbaum die guckt ihn das Arschloch an. Alter, eigentlich müsstest du gucken, ob du aus den ganzen Begriffen so eine Geschichte machen kannst. Na, ich habe das nächste Wort schon mal geschrieben. Schnurrhaar. So, bumm. Ohne Witz. Wir überlegen mal kurz, welche Begriffe er bisher hatte. Hygiene, Staubsauger, Wohnwand, Quittung, Kleinanzeige, Arschloch und Kratzbaum. Ja, kommt hin. Also ich kann mir schon vorstellen, wie der da auf sein. Ja, genau. Also. Können ja vielleicht mal im Hinterkopf behalten bei den nächsten gucken. Begriffen. Also bei Kratzbaum hat es tatsächlich geholfen. Da habe ich echt an Sven gedacht. So. Ja, gut. Wir suchen jetzt einen Eigennamen, der sich ergibt aus. Im Moment, aber ich kann trotzdem was anderes schreiben, oder? Theoretisch. Du kannst schreiben, was du willst. Septime? Ich weiß nur nicht, ob man ein normales deutsches Wort draus machen kann. Bilden kann, okay. Ja. Deswegen sage ich lieber vorher so diese Einschränkung. Vorgegeben ist ein Eigenname. Und die Vorgabe ist außerdem Septime und I und T. Und eure Zeit läuft. Gesundheit. Halbe Minute ist um. Fünfzehn Sekunden noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und vorbei! Ich bin auf die Geschichte gespannt. Was ist es denn? Also, ich kann mir vorstellen, wie Sven auf seinem Arbeitszimmerstuhl saß. Ja. Und dann hat er seinen Browser angeguckt. Und dann hat er sich angeguckt, was da gerade so auf diesem Browser zu sehen ist. Oh nein, das ist Pete. Oh Gott. Das ist Pete Speed. Oh Gott. Und nicht Stipptime, wie du geschrieben hast, Sebastian. Ich bin ganz schön gut in dem Spiel, möchte ich mal ganz kurz sagen. Alter. Hey, du hast nur halb so viele Punkte wie Sebastian. Also wenn du, dann du bist ein Wort hinter mir, also. Ja, aber Christian, der sieht euch gerade richtig aus. Holy shit. Ihr habt echt, oh Gott. Nee, also ja, Bram und Sebastian haben es nicht hingekriegt. Ja, ist okay. Aber kannst du von deinem hohen Stuhl da, ne? Nee, also. Also ich habe nach irgendwelchen Essensmarken oder Ahnung was Marken gesucht. Okay. Wir haben den neunten Begriff. Alles klar. Ihr werdet lachen dann. Also beim, ich weiß, als ich beim letzten Mal mitgespielt habe, war ich auch super schlecht, weil manchmal kommt man einfach auf die Wörter nicht. Das ist wirklich manchmal einfach Zufall. Immer. Der Begriff setzt sich zusammen aus Mama und B, K, R und T. Und eure Zeit läuft ab jetzt. Mama. Halbe Minute ist vorbei. Zwölf Sekunden habt ihr noch? Drei, zwei, eins und vorbei. Hä?
Das gibt's bestimmt. Alter. Das ist halt so geil. Sven ist halt so ein Typ, wa? Aber egal, wir gehen erstmal die Sachen durch, die die anderen geschrieben haben. Also, Bram schreibt Bratmark. Oh nee. Bratmark. Das ist ein Instagram-Account. Bratmark, also verdammt, ein K. Aber der Instagram-Account heißt Bratmark90. Naja, ansonsten gebittert nicht. Scheiße, ich hab das K vergessen. Und was hast du denn geschrieben? Bratram. Ne, du hast Bartram geschrieben. Bartram. Oh, es ist Bartkamm. Ne, das passt auch nicht. Bartram mit 2 M gibt es auch nicht. Und? Bartkram passt ja auch nicht. Oh doch, oh nein. Ich hab statt dem R hätte ich K hingeschrieben. Einfach gewesen. Mann, ey, ich müsste schreiben können, ey, dann wäre ich viel weiter hier. Also natürlich hat sich Sven für den Begriff Bartkamm entschieden. Das war so einfach. Mit dem also ich schnicke gerade so nebenbei wie so ein Student auf so Bonbons. Ich denke mir so, komm, Junge, Chris, der kriegt wieder 3 Punkte. Ja, Chris, der kriegt wieder 3 Punkte. Ey, Christian, keiner mag den Streber der Klasse, möchte ich nur mal kurz sagen. Ja. Der kann ja auch nichts dafür. Ja, aber der Streber der Klasse konnte auch nichts für, dass der so gut ist. Nee. Aber ich melde mich ja nicht. Hier, doch, hier jede Runde. Ich jede Runde meldest ich du dich. Ich bin fertig. Ja, also Christian bekommt. Wie viele Begriffe haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Sepp, ich alle noch Chancen Sepp bekriegen. Wir haben noch 6 Begriffe. Wir haben bisher 9 Begriffe gemacht. Boah, ey, was ist hier los? Du bist raus, Christian. Du musst noch einen Punkt machen, dann bist du unerholbar Erster. Sepp kann noch vor mich kommen. Ja, wenn du jetzt keinen mehr weißt und er immer 3 Punkte bekommt. Sehe ich mich. Ist ja okay. Also ist möglich, aber eher schwierig. GZ. Ich stehe mir eigentlich nur selbst im Weg. Wir suchen jetzt einen englischen Begriff, den man aber im Deutschen auch so benutzt. Okay. Also ist wie so ein eingebürgerter wie englischer Peach Begriff, sage ich jetzt mal. Aber ist kein Eigenname. Peach Porn. Das ist kein englischer Begriff, oder? Das ist doch ein Nederland. Genau, das stimmt. Das hat überhaupt nichts mit Peach zu tun. Und der setzt sich zusammen aus Creme und den Buchstaben ATW. Und eure Zeit läuft ab jetzt. Das war ein englischer Begriff, den man im Deutschen so benutzt. Also wenn ich einfach die Buchstaben auch richtig hinschreibe, dann geht das auch. Ja, dann... Ja, das ist richtig. Das ist die Lösung des Spiels, ist die Buchstaben in die korrekte Reihenfolge. Alter. Alter. Ach, herrlich, ey. Könnte ein Burger sein, aber es könnte auch ein Superheld sein. Club Mate? McWater. Ach, McWater. Acht Sekunden noch. 3, 2, 1. Und die Zeit please. Ist vorbei. Please. Ja, Sepp, nix please. Du hast einen vernünftigen Begriff dahin gesetzt. Also nee, selbst wenn das nicht please die Vorgabe bin ich der Einzige. Ist. Ach so. Ich muss ja, pass ja auf, sag mal, was der Bram hat da noch stehen. Creme plus ATW. Also das ist nicht richtig. Genau das gleiche hat Christian da auch noch stehen. Auch. Das ist richtig, oder? Nee. Bei dir ist das richtig und bei Bram nicht. Könnte sein. Und Sebastian hat korrekterweise geschrieben, Crewmate. Sven hat nämlich Among Us gespielt und war in der Runde Crewmate. Ja, also Crewmate würde ich sagen, benutzen wir schon. Ja, ja. Aber ich bin von dem Water nicht mehr weggekommen. Irgendwann hatte ich nur, be water, my friend. Damit geht hier Sebastian wieder so ein bisschen... Ah, endlich weg von also Bram. Also nicht in Führung, aber den letzten Platz geht er in Führung. Ich hol das noch. Pass auf. Jetzt schwieriger für Bram, aber sind noch ein paar Begriffe. Der nächste setzt sich zusammen aus den Worten Bierhandel und den Buchstaben M und R. Jetzt auch in... unserem Chat und was? Eure Zeit läuft. Habe ich jetzt erst kurz gelesen.
Scheiße, wir suchen ein deutsches Wort, wa? Wir suchen wieder ein deutsches Wort, ja. Oder habe ich einmal ein Wort? 30 Sekunden. Ein englisches, das ist doch scheiße. Nein! 14 Sekunden. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Scheiße! Und vorbei. Bram, was wäre denn dein englisches Wort gewesen? Headliner. Headliner? Wo ist denn da das B? Oh, das ist ja gut. Headliner. Wo ist denn da das M? Naja, stimmt, M und R haben wir auch noch. Ja, vergiss es doch, Alter. Holy okay. Moly! Mandeleier B. Mandelreibr. Mandel war ich am Anfang auch, aber dann habe ich mir gedacht, weißt du, so, das steht da ja. Also, ich bin da auch nicht drauf gekommen. Mandeleier B ist nicht richtig. Mandeleier B ist nicht richtig. Das finde ich jetzt nicht. Aber Mandelreibr. Reibr ist auch nicht das, richtig. Ich gebe das mal bei Google ein. Das gibt's in Süddeutschland. Ja, ja. Und Belmrheinrad. Ich wollte immer mit Rat richtig. Machen, aber. Gesucht Scheiße. War der Bilderrahmen. Ah. Rahmen. Shit. Ja. Wir machen weiter. Nächster Begriff. Setzt sich zusammen aus Regime und den Buchstaben EOT. Und eure Zeit läuft ab jetzt. Hä? Scheiße, da kann man nicht Oettinger draus machen. Ja, das wäre ein Doppelt. Migrant geht auch nicht. Moment. Halbe Minute ist vorbei. Wurden die nicht immer schwerer, die Begriffe oder so? Das sieht gut aus. Das habe ich in Worten. Scheiße! Zumindest eins, was existiert. Und ich glaube, ich habe es sogar richtig geschrieben. 15 Sekunden noch. Jetzt aber schnell. 5, 4, 3, 2, 1. Schon wieder falsch. Oh, weil ich jemand vergessen habe. Aber oder? Das geht nicht. Da nee, fehlt was. Geht doch nicht. Aber da oh, war ich so gerade. Oh. Oh mein Gott. Wir fangen mal bei Christian an. Der ich schreibe vielleicht okay, oder? Rego-Time. Ja, ich werde das sicher erzählen. Das ist irgendwie eine geile Musikrichtung. Ja, da musst du nicht googeln. Das sind einfach umgestellte Buchstaben, um da andere Wörter rauszukriegen. Rego-Time. Ja, ich werde ja trotzdem googeln, aber das gewinnt nicht. Geothermie hat Sebastian geschrieben. Aber mega das ist gut. Richtig, Sebastian. Das ist wohl richtig. Das setzt man aus den Buchstaben zusammen. Aber schreibt man Thermie nicht mit TH? Das ist total irrelevant. Rechtschreibfehler werden hier nicht gezählt. Nee. Thermie überhaupt? Ist das Wort? Aber du warst super nah dran, denn der richtige Begriff, den Bram, by the way, gefunden hat, lautet Geometrie. Oh. Ah! Zerbrennen. Ach komm, ey! Ist neuer Zweiter im Land. Ja, noch ist selbst weiter, aber die drei Punkte haben dich deutlich näher rangebracht. Drei Begriffe gibt es noch. Ich glaube, der ist gerade gebracht hat, der Bram, ey. Der ist heiß. Wir haben schon zwei Wörter bei 13 Wörtern nur. Der nächste Begriff setzt sich zusammen aus Angst und den Buchstaben H, L, R und U. Und eure Zeit läuft. Ab jetzt. Mit. Ja.
Naja, nicht ganz. 20 Sekunden noch. Zehn. Fünf. Vier. Drei. Oh. Zwei. Eins. Wurf, frei, Junge! Okay. Das ist ja voll smart, wenn der UNG in einem Wort drin steht, erstmal um sich zu denken und dann den Rest zu nutzen. Das ist einfacher. Vor allen Dingen war das echt knapp. Scheiße, das U ist auch so viel. Ja, Sepp ändert da einfach noch Dinge bei. Ja, das ist ja auch absolut falsch. Ja, Hungerlast ist es nicht. Und Christian schreibt RSS. Nee, RS Stuhlgarn. Nee, das ist die RSS Toolgarn. Das ist auch schon wieder. Oh, nice. Das ist leider auch nicht richtig. Und Bram, kurz vor knapp, kommt noch auf Strahlung. Die Strahlung ist es. Ach, als ob. Nachdem ich Rüstkalungen hatte. Und überholt ja, das damit. Problem, das Problem ist, wenn du einmal bei dem falschen Begriff bist, sowas wie Stuhl, dann kommst du da kaum noch weg. Ja, ist wirklich so. Strahlung, kann ich mich noch erinnern. Er rusht auf den zweiten Platz vor. Scheiße. Mit 8 Punkten. Und Sebastian hat 7. Jetzt hier noch 2 Begriffe, Leute. Das war die letzte Vorletzte. Runde, oder? Oh, scheiße. Setzt sich zusammen aus Wehen und den Begriff und den Buchstaben I, I und S. Und eure Zeit läuft ab jetzt. Ich. Ich hätte gerade schon fast wieder die Antwort mitkopiert. Wäre richtig belastend gewesen. Was kannst du denn da? Ja, ist okay. Halbe Minute ist vorbei. Ist viel lustiger, wenn ihr die ganze Zeit tippt. Zwölf Sekunden noch. Vier, drei, zwei, eins. Und die Zeit ist vorbei. Muss ja ein Wort sein, wa? Ja, es ist immer ein Wort. Scheiße! Aber sie so wein finde ich auch nicht schlecht. Ja, nein, das ist Imperativ. Sie wein! Jetzt. Ja, da meine ich ja. Sie wein! Ausrufezeichen. Aber, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht gewesen, nicht? Ne? Nee. Okay. Wesinhai von Christian auch nicht und Weißhai von Sebastian auch nicht. Der richtige Begriff ist Hinweis. Och. Ich war stimmt. Ein Begriff noch. Jetzt geht es für Bram und Sebastian um die Wurst. Kacke, um das Würstchen, Junge. Okay, Wurst ist das. Wir suchen einen deutschen Begriff, der sich zusammensetzt aus den Worten oder aus dem Wort Butler und den Buchstaben N, U und Z. Und eure Zeit läuft ab jetzt. Dreißig Sekunden sind vorbei. Sechzehn Sekunden noch. Oh, Bram. Alter, ist das knapp. Shit! Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Vorbei. Keine Ahnung.
Christian schreibt Brutzlemü. Ich war bei der Brutzler, Junge. Schmeckt übrigens scheiße, die Wurst. Also kann ich nicht empfehlen. Also ganz ehrlich, damit, wenn man ein Wort im Kopf hat, ist echt schrecklich. Ja, ist auch. Was hat's im Kopf? Nuts. Also im Sinne von, also das steht da nicht mal, ja, aber das englische Wort nuts. Ich war die ganze Zeit so, die ist nuts, die ist nuts, die ist nuts. Und ich dachte so, also kann jetzt nicht sein. Also, ich denke da, an diesen Affen in dem Kopf, weißt du, der ja, wirklich, genau so war das. Ich dachte so, Alter, ich komme nicht von diesem Wort mehr weg. Fram hat also geschrieben, Nats, let's rebu, let's brun. Also, das ist vielleicht irgendwas in einer anderen Sprache. Und bei Sebastian steht Turbulenz. Nice. Und Turbulenz ist absolut korrekt und damit holt sich Sebastian doch noch den zweiten Platz verdient in diesem Battle um die Anagramme. Die ist nuts. Christian, die ist nuts. Immer noch mit großem Abstand gewonnen. Mehr ja, Christian ist krass, Alter. Der ist viel krasser als Peter in solchen Spielen. Ich habe die letzten 5 oder 6 Begriffe, habe ich keinen Begriff mehr erraten. Also, das ja, war jetzt aber du hast mehr Punkte als die beiden zusammen. Also von daher. Ein bisschen glücklich. Läuft bei dir und stark. Dann kommt Sebastian auf dem zweiten Platz und dann Brammen auf dem dritten. Mal gucken, wem Sven das nächste Mal das zuschickt. Wir danken auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Tschüss.